Begrüßung der hier veranstalten. Unsere super Tanzgruppen von unserer Karnevalsgesellschaft. Einfach toll. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Es geht nämlich Schlag auf Schlag. Und ich darf euch ankündigen, Gordon, der Kauf. Ja, nein, was brauchen wir denn zum Zaubern überhaupt? Emilia!
Ein Zauberstab. Zauberstab ist eine gute Idee, oder? Ich habe einen Zauberstab. Ist das... Oh, guck mal, der ist aber schön. Ist der von der Eiskönigin persönlich? Ist das deiner? Und der hat magische Kräfte? Ja, soll ich den mal benutzen? Nee, die muss ich den schon haben. Aber trotzdem brauchen wir natürlich eigentlich den echten magischen Zauberstab. So, und ich habe ja meinen Koffer dabei. Und in dem Koffer habe ich halt ein paar Sachen. Und das Erste, was wir dort brauchen, ist unbedingt für die einen richtigen... Guck mal, ich habe meine Hände frei, das ist noch besser. Wir brauchen für die als Erstes einen echten, richtigen... Entschuldigung, damit kann man nicht zaubern. Ich habe selber eine 5-jährige Tochter, die heißt irgendwie, die macht immer Unfug. Ich habe mir das bestimmt hier eingetan. Das geht nicht. Entschuldigung. Damit kann man nicht zaubern, ne? Was wir brauchen, ist ein richtig echter Fiddling. Und hier ist endlich ein richtiger Zauberstab. So. Du hast einen Zauberstab mitgebracht. Moment. Ich versuche das. Rotos, Pop. Okay, Simsalab. Der Schrott. Den können wir auch nicht mitzaubern. Moment. Heute wird eben nicht angeschlossen. Aber so viel Leute, das ist mir jetzt heimlich. Jetzt, was machen wir denn jetzt? Das habe ich gar keinen mehr. Ah, da ist noch einer. Einen habe ich noch. Nee, das ist mein letzter. Bitte. Ein Zauberstab für die Lili. Ist der okay? Zeichen. Ja, wir haben einen richtigen Zauberstab. So, und was braucht denn ein Zauberer noch? Thank you.
genau. So, da könnte man jetzt Erde reintun. Dann könnte man ein Blumenfaden einpflanzen und dann müsste man das vier Wochen jeden Tag mit Wasser gießen und in die Sonne stellen. Und was würde dann irgendwann daraus wachsen? Eine Blume. So, jetzt haben wir aber das Problem. Wie viel Zeit haben wir nicht, das vier Wochen mit Wasser zu gießen, oder? Das müssen wir jetzt irgendwie schneller machen. So, und jetzt meine Frage. Wie kriegen wir jetzt eine Blume in diesen Blumentübel? Zauber! Das ist eine gute Idee. Wie, bist du bereit? Dann würde ich sagen, komm doch mal her, dass wir alle, dass das jetzt alle gut sehen können. Einfach mal ein bisschen, ja? Ist der leer? Da ist nichts drin, ne? Ich glaube, wenn man gucken, ist der wirklich leer. Und doch, klasse, da ist nichts drin. So, Lenny, jetzt halt doch mal diesen Blumentübel so. Genau, so festhalten, dass das alle sehen können. So, jetzt aufpassen. Und jetzt habe ich natürlich auch meinen eigenen Zauberstab mitgebracht und den haben wir hier. So, dann habe ich noch etwas mitgebracht. Und zwar ein... Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Wie jeder reinkommt. Ah, das Mikro hat. So, und zwar habe ich hier ein... Ein Tuch. Und welche Farben hat das Tuch denn? Rot und grün, genau. Welche Farben hat das Tuch denn? Okay, und wenn ich die Knochen umgehe, welche hat? Genau, das ist nicht ein ganz einfacher Tuch, das ist ein Wechseltuch. Das ist ein ganz einfacher Tuch. Wenn man dann am Tuch, dann wechselt man die Farbe. Aber! Was meinst du? Nur ein Tuch, keine Blume, ja? Sehr gut. So, wir haben das Tuch kontrolliert. Jetzt aufgemacht. Ich lege jetzt das leere blaue Tuch über den Kübel, sage einen Zauberspruch, dann klopfe ich die Beine mit dem Zauberstab auf die Decke und dann wächst eine Blume aus dem Becher. So, was ausprobieren? Schon die Tanzkinder, ne? Achtung! Genau, die Kübel, dass das alle gut sehen können. So, jetzt aufgepasst! Jetzt patente ich die Decke und ein bisschen näher. So, und jetzt machen wir einen Zauberspruch und danach ziehe ich mir beide auf die Decke. Bist du bereit? Und der Zauberspruch heißt Ene, Mene, Rune. Ich wünsche mir eine Blume! Es hat geklappt! Großen Applaus für die Lili, bitte! Ja! Eine Blume! So, und weil die aus Fett ist, muss ich mir nochmals gießen. Ich würde sagen, Lili, vielen Dank, hat das Spaß gemacht. Sehr, sehr schön. Nochmal einen großen Applaus für die Lili, bitte. So, und jetzt sind wir ja ganz viele Kinder hier. Und einige von euch, wer ist denn noch im Kindergarten von euch? 1, 2, 8, 12, 16, 18, 38 Kinder im Kindergarten. Und wer ist noch in der Schule? Wie soll ich sagen, ich muss das in der Schule? Ja. Das steht da oben. Ah. Ja. Seht ihr, dann kommt sie in die Schule. Aber noch ein bisschen Kindergarten. Ja, okay. Und ich habe eine Frage, liebe Kinder. Ja, von euch singt denn gerne im Kindergarten? Singt ihr gerne und tanzt ihr auch gerne? Oh, guck mal, fast alle. Fast alle.
dann würde ich doch mal fragen, soll man mal was tanzen für alle? Dann kommt da auf die Bühne und stellt euch mal alle in einer Reihe am besten. Für den Mittanzen möchte ich das auch gerne machen. So, dann machen wir das. Und wenn nicht mittanzen möchte, bitte einmal runtergehen. Davon sehen die anderen alle gar nichts. Dann müssen die ja nicht. Dann geh mal runter. Einmal runter. Dann sehen die Leute alle nichts, weißt du? So, dann guck mal einer an. 13 Kinder. Ihr tanzt ja noch. Ihr singt doch, ja, ne? So, dann wollen wir mal was ausprobieren. Und damit wir ein bisschen in Stimmung kommen, machen wir was Flottes, okay? Musik ab, jetzt, I like to move it. Auf die Füße. Und einen roten Mann.
Ein Hund hat
zwei Augen. Dann hat ein Hund zwei Feuerdampfhütchen. Fährt noch was. Und dann haben wir noch hinten zwei Hütchen. Und fertig ist der Hund. Hütchen. Bist du auch gut? Ich gehe einmal hin noch auf die Bühne und so mal noch einen Zaubertrick machen. Noch einen noch zum Abschluss. Aber der ist ganz, der ist ein bisschen gefährlich, da wollte ich zwei Minuten die Assistenten. Aber die Assistenten dürfen keine Angst vor was haben. Wenn die noch fertig werden. Okay. Bleibt ihr auf der Bühne. Und die anderen Kinder bitte ich einmal wieder runter zu gehen, dass ihr euch das gut umgehen könnt. Und da ist denn niemand außer den beiden Pitchen das wird. So, und jetzt noch.
So, und ich bitte jetzt mal meine beiden Assistenten, legt euch doch mal beide nebeneinander auf den Boden, bitte.
Wir empfangen die Messdiener von